Salut und grüezi miteinander. So, das wird, denke ich, eine kurze Sache. Ich nehme zwei Einkäufe zusammen, die überhaupt nicht zusammenpassen, aber ich mach's, ne? Weil ich's kann, ne? Ich war im Teddy und da habe ich ein bisschen was gekauft, habe wirklich nur ein bisschen. Und noch im Migros in der Schweiz und da habe ich auch ein bisschen was gekauft, ne? Ich zeige es euch, kommt. Als erstes habe ich mir hier bei Teddy, wir starten mit Teddy, einen Designerblock gekauft, so nennt er sich, ja, Designblock, und mit coolen verschiedenen, ja, man sieht es hier vorne auch drauf, muss es ja nicht, etwas festeren Karton, gefällt mir, basteln, ich bastel gerne, ne? Und dann durfte der mit. Dann durfte noch mit. Was hat mich der? Hat mich, der Block hat mich 2 Euro gekostet. Zum Aufhängen, ne? 2 so Teile. Eins in Kupfer, eins in Silber. Pro Stück 2 Euro. 2 Euro. Ja, Mundart. He? Da kommt mir auch wieder was in Sinn, was ich machen kann. Dazu noch so ein Efeu-Gedönse. Und das hat mich gekostet, auch 2 Euro. Also so für Basteleien und so in Teddy zu gehen und so, das lohnt sich. Für mein Schatzi einfach so als Spaß, da er ja gerne gamet. So, 3 Euro eine Blechbüchse. Ich habe noch keine Ahnung, was er damit machen wird, aber er hat sicher, findet sicher witzig. Dann hier noch eine kleine süße Tasche zum Bemalen für 1 Euro. Ne? Ich habe quasi geschenkt. Ein Haarreif, ich hoffe, der geht mir für 1,50 Euro. So, möglich, könnten wir mal testen. Ne? Ich nehme mal hier das Zeugs weg. Ich hoffe, er ist eben nicht für Kinder. Nee, das klappt. Ich lasse den doch gleich, ne? Gut. Denn jetzt mit meinen kurzen Haaren ist das einfach manchmal praktisch, so ein Haarreif. Und es sieht gut aus. Gut, gut. 2 so Teile. Ich liebe solche Aufbewahrungsgeschichten halt. Ich habe noch keine Ahnung, wohin damit. Aber haben mir gefallen. 1,50 Euro ein so Plastikteil und 2 Stück. Das war schon vom Teddy, ne? Ich habe gesagt, es gibt eine kurze Geschichte. Mikro noch kurz, Kleenex-Boxen. Ich bin demnächst ausgeschossen, so quadratische. 4 Stück, 5 Franken 85, jetzt wollte ich Euro sagen. Schweizer Franken, ne? 5 Franken 85 Rappen. So. Und dann noch 2 so Washi-Tapes, wo ich den Preis euch nicht mehr sagen kann. 2 Franken irgendwas zum Kleben, ne? Zum Basteln, so mit der Ananas darauf. Fokussiert sie halt mich, ne? Und mit so Herzchen. Dann musste ich kaufen, die sind dort gestanden, die sind ja so süß, auch wenn es ein wenig Verarsche ist, aber egal. Catrice. Also die Farben sind ultra süß. Es gab noch eine Farbe, die habe ich mir aber nicht gegönnt. So. Und warum sage ich verarsche? Denn die Hasenohren leider sind nur Pappe. Aber egal. Egal. Und 3 Franken 20 pro Stück. Und das ist die Farbe. Gibt es nicht. Ich sehe keine Farbbezeichnung, Leute. Aber sie sind schön und sie sind süß und sie mussten mitkommen, ne? Dann bin ich auch sehr gespannt von Migros, eine Sensitiv Sonnencreme. Ich habe ja Probleme gerade anfangs der Sonne mit
So eine Allergie, Mallorca, Akne, keine Ahnung, nennt es wie ihr es wollt, es ist einfach so wie es ist. Und bis anhin musste ich, also hat gut funktioniert, die teure Daylong Sensitive irgendwas Sonnencreme, sie ist einfach sehr teuer. Jetzt habe ich das gesehen, es ist leider nur Sonnenschutzfaktor 30, ich möchte es aber trotzdem testen, ob es klappt. Es ist ohne Parfüm und ja. Ich meine, das kostet 9,20 Franken und die Daylong bin ich, glaube ich, bei 20 Franken. Also ja, schon ein Unterschied, ne? Oh, sie riecht klassisch nach Sonnencreme, sag ich mal, ne? Ich mag Sonnencreme eigentlich gar nicht. Gut, wer mag Sonnencreme? Creme? Creme? Naja. Muss getestet werden. Ich hoffe, es funktioniert, dann wäre das eine günstige Alternative, ne? Oh. Das war's schon. Ich habe gesagt, das ist eine kurze Sache. Hä? Könnte auch ein Shorty-Video sein. Eigentlich. Habe ich aber nicht getan. Na Leute, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und sage ganz einfach Tschüss.